Hallo und herzlich willkommen hier zum dritten Teil in unserer Reihe Grundlagen der Dratic Router. Heute geht es um Load Balance, Root Policy und NAT. Heute an meiner Seite ist mein Kollege Axel, der bei den Menüpunkten ein bisschen mehr darauf eingehen wird, was die so tun und wofür die da sind. Starten wir mit der ersten Kategorie und das ist in unserem Fall Static Root. Diesen Menüpunkt finden Sie in der Oberkategorie Routing und das ist dann gleich der erste Untermenüpunkt Static Root. Nun sind wir im Menü Static Route. Dieses Menü ist da, um eine statische Route festzulegen. Und wozu man das genau braucht, wird Ihnen mein Kollege Axel erklären. Mit statischen Routen macht man dem Router Routen bekannt, die er selber nicht kennt. Sowas wird hauptsächlich verwendet, wenn man Router parallel bei sich im Netz hat, um dem Router zu sagen, da ist halt noch ein Netz und wo er das findet. Das Ganze wird dann auch in die Routing-Tabelle eingetragen. Mit dem Link hier oben kommt man direkt in die Routing-Tabelle unter Diagnostik. Und hier ist halt unsere statische Route zu sehen auf LAN 1 mit dem Ziel-Gateway 1.2. Vielen Dank, Axel, für den kleinen Ausflug in den Bereich Static Route. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist der Punkt Load Balance and Root Policy. Hier haben wir an der Stelle einmal etwas vorbereitet. Es handelt sich um eine Telefonanlage, die immer über WAN 5 rausgeht, weil WAN 5 unsere feste IP bei der Telekom hat. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Hier oben haben wir die Möglichkeit, ein Comment einzutragen, also in unserem Fall TK-Anlage, damit wir wissen, okay, es ist eine Telefonanlage, beziehungsweise es ist unsere Telefonanlage. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere Source-IP anzugeben. Das können wir in mehreren Varianten machen, also IP-Range, Subnet, IP-Group oder IP-Object. In unserem Fall nehmen wir IP-Range. Obwohl wir hier eine einzelne IP haben, die wir leiten wollen, haben wir das Feld IP-Range, sodass wir halt bei Start die 100 angeben und bei Ende die 100. Unter Interface geben wir an, über welchen LAN, WAN oder sogar VPN diese Route geroutet werden soll. In unserem Fall ist es der WAN 5, weil auf WAN 5 wir die feste IP der Telekom haben und damit sagen, okay, darüber gehst du raus, Telefonanlage in die Welt. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, auch spezielle Protokolle zu leiten. Also, wenn wir hier auswählen, TCP, UDP oder beides oder auch ICMP. Wir können aber auch sagen, wir möchten, dass nicht die Destination Any ist, sondern unser lokaler File-Server oder eine Domain oder auch Tatsache ein Country-Object. Genauso wie wir halt die Möglichkeit haben zu sagen, okay, benutze den Default-Gateway oder benutze den Gateway, den ich dir vorgebe, dass du ihn benutzen sollst. Genauso wie wir hier unten nochmal sagen können, okay, wenn WAN 5 Tatsache down ist, dann setzen wir den Haken bei Failover 2 und sagen Failover to WAN 42. Also die Möglichkeiten haben Sie auch, oder wie hier unten gerade quasi schon angehakt ist, zu sagen, okay, ich habe bei NordVPN, Perfect Privacy oder wie nicht alle VPN-Anbieter noch heißen, einen privaten VPN-Account liegen, über den möchte ich surfen, dann sagt man auch, okay, mein Rechner, die 100, geht über den VPN, welchen VPN auch immer Sie hinterlegt haben, raus, sodass Sie halt diesen VPN immer quasi als Ausgang nehmen und dann halt auch mit der IP aus Ihrem VPN surfen. So, hier unten gibt es dann noch die Möglichkeit der Priorität. Vorweg nochmal zur generellen Funktionsweise der Load Balance. Alle Regeln werden immer nacheinander abgearbeitet, von oben nach unten. Immer wenn die Bedingung oben trifft, wird die Regel ausgeführt, also in dem Fall WAN 5 oder halt das Failover. Die Bedingung beschreibt nur das Verhältnis zur Regel zur Routing-Tabelle. Das bedeutet, in dem Fall standardmäßig 200 wird die Regel angewendet vor der Default-Route, aber nicht vor der Routing-Tabelle. Wenn es also einen Eintrag gibt, wo die Routing-Tabelle trifft,
wird diese angewendet und nicht die Regel. In der Regel ist es auch richtig so, wie es eingestellt ist, 200, dass man sich nicht über die Routing-Tabelle hinwegsetzt. In Einzelfällen kann es auch sein, dass man das machen möchte, aber das ist eigentlich relativ speziell denn. Das Thema Route Balance und Route Policy ist ein sehr umfangreiches Thema, weswegen wir hier auch in diesem Webinar bzw. diesem Video nicht alles darüber erklären können und werden. Jeder, der weiteres Interesse daran hat, weiter geschult zu werden, dem steht es offen, bei uns ein Webinar zu besuchen und dort dann Tatsache ausführlich nochmal zum Thema Load Balance und Route Policy beraten zu werden. Kommen wir nun zum letzten To-Do-Punkt auf unserer Liste für das heutige Video. Das ist der Menüpunkt NAT. Unter NAT wollen wir uns jetzt zuallererst mal die Port Redirection angucken. Und auch hier haben wir quasi schon was vorbereitet. Auf Index 1 liegt unsere Dist Station mit dem TCP-Protokoll, dem Public Port 500, auf die private IP 150. Diese Dist Station hängt jetzt in unserem Netz und wir wollen quasi Anfragen von außen dazu freigeben. Sie hört auf den Port 5000, das heißt, wir kommen mit dem Port 5000 rein und reichen ihn weiter auf den Port 5000. Und damit der Router auch weiß, wo der Port 5000 hin muss, geben wir hier noch die private IP an. In unserem Fall die 150. Damit haben wir quasi eine Portweiterleitung geschaffen und unsere Anfragen landen am Ende auch da, wo sie hin soll. Wenn wir das jetzt allerdings mit mehreren Ports machen wollen, ich meine, wir haben ein bisschen Platz, aber dann wird der Platz durchaus irgendwann eng. Dafür können wir den Menüpunkt Open Ports verwenden. Hier haben wir die Möglichkeit, auch wie im vorigen Menü ein Comment anzugeben, damit wir diesen zuordnen können. Und auch hier können wir eine Source und eine private IP hinterlegen. Hier können wir aber tatsächlich auch Port Range angeben. Ja, also von 1 bis 5000 steht Ihnen da alles offen. Und auch hier können Sie wählen, ob TCP, UDP oder TCP und UDP zusammen. Der letzte Punkt auf unserer heutigen To-Do-Liste ist der Punkt DMZ-Host. Hier haben Sie die Möglichkeit, alle Ports weiterzuleiten. Entweder geben Sie hier eine direkte IP ein oder Sie haben die Möglichkeit, hier eine IP auszusuchen. An dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Warnhinweis. In dem Menü werden tatsächlich alle Ports weitergeleitet. Also wenn man es benutzt, sollte man tatsächlich wissen, was man dort tut. An dieser Stelle sind wir tatsächlich auch schon fertig mit dem heutigen Video. Das nächste Video dreht sich dann nur um das Thema Firewall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.